Säure, Tees in diese Mischung bringen oder preiswerte Tees. Und was von Ihnen verlangt wird, ist die Abbruchkante der Qualität. Das geht nämlich nicht gleichmäßig, sondern man kann eine Weile billige Ware hineinschieben in die Mischung, ohne dass man es richtig merkt. Und dann gibt es einen Punkt, wo es aufhört. Ich könnte das Beispiel Wein nehmen, jetzt ein paar Tropfen Wein in eine Flasche schütten, das merkt man nicht. Aber irgendwann, bei 5% oder so, merken Sie, irgendwas ist mit dem Wein nicht in Ordnung. Der schmeckt eigentlich nicht so, wie er schmecken soll. Und diese Experten werden hoch bezahlt. Und ich habe in meiner Naivität die Handel-Zielkampagne geglaubt, die werden hoch bezahlt, damit ich die beste Qualität bekomme. Als Händler und als Kunde. Das ist völlig falsch. Die werden hoch bezahlt, damit ich möglichst lange preiswerte, billige Ware hineinschieben kann, bis es der Kunde merkt. Und man muss ein bisschen den Sicherheitsabstand lassen. An den Wasserfall dürfen wir auch nicht zu eng ransehen. Lasst am besten ein bisschen Sicherheit, damit Sie nicht in die Gefahr kommen, da in diese Abbruchkante zu geraten. Also der Experte wird bezahlt dafür, eigentlich ein Stück weit an der Stelle zu verhindern, dass gute Qualität ist, dass saubere Qualität ist, sondern er wird da geradezu das Modell für diese Art. Warum ich das sage, ist, wie würden Sie selber entscheiden, wenn Sie Tee, wenn Sie Schokolade, wenn Sie andere Produkte machen, wo genau diese Abbruchkante der Qualität eine Rolle spielt? Wie würden Sie entscheiden? Ist es strafbar? Klare Antwort, nein. Fällt es überhaupt auf? Klare Antwort, nein, weil Sie ja so ein bisschen mit Abstand zu dieser Abbruchkante der Qualität stehen bleiben. Also es ist nicht strafbar, es fällt nicht auf. Nur Sie oder Ihr Lagerchef oder wer immer damit zu tun hat, weiß überhaupt davon. Die Chance, dass es herauskommt, dass es auffällt, ist fast null. So, wie würden Sie sich verhalten? Es geht um viel Geld, es geht um Ihr Geld. Und wie verhalten Sie sich, wenn Sie in einer Situation stehen, Konkurrenz, wo Ihnen das Wasser bis zum Hals steht? Wenn Sie möglicherweise vor einem Bankrott stehen. Wie verhalten wir uns? Was ich damit sagen will, ist, das Schweigen ist in jedem von uns. Wie verhalte ich mich in der Situation? Ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Die Diskussion gab es schon mal. Stichwort Genossenschaftswesen. Vorletztes Jahrhundert, ungefähr so 1850, 1860 begonnen. Die These kann man in einer Konkurrenzwirtschaft, Markt, kann man dort Gutes tun? Oder muss man sich nicht an diese Konkurrenz, an den Mainstream anpassen? Und die These war Unvereinbarkeit. Sie können es nicht. Sie können es nicht. Und es gab eine Genossenschaftsbewegung, die hat es versucht. Und das Ergebnis war so etwas wie die These, du musst entweder mitschwimmen in diesem Mainstream, in der Ethik, in Anführungszeichen, des Marktes, oder du schreibst aus. Und das hat man vorgeführt. Und einer hat das aufgeschrieben. Das hat man vorgeführt. Diese Genossenschaften, die rieten systematisch in einen Konflikt. Nämlich, sie spalteten sich. Und es gab zwei Fraktionen typischerweise. Die eine Fraktion sagte, wir sind hier angetreten, um es besser zu machen, als diese Unternehmen draußen. Wir sind angetreten, dass wir bessere Qualität, unsere Menschen besser behandeln, dass wir sie vielleicht besser bezahlen. Dafür sind wir angetreten, das geht mir nicht auf. Es gab eine andere Gruppe, die hat gesagt, dann geht der Bankrott. Wir müssen uns so verhalten, dass wir am Markt überleben. Das heißt, wir müssen uns an den Markt anpassen. Und wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, dann müssen wir Dinge machen, die wir nicht so wollten. Aber wir sind vielleicht immer noch ein bisschen besser, aber jedenfalls im Grunde genommen diktiert uns der Markt die Ethik, die wir einbringen können. Die haben sich in bitterer Weise gestritten. Und jemand, der das aufgeschrieben hat, ein blühender Verehrer und Mitglied der Genossenschaftsbewegung, Franz Oppenheimer, selber in Berlin die Genossenschaft Eden gegründet, die es in Resten jedenfalls gegen heute noch gibt. Der hat irgendwann das zusammengefasst und hat diesen Satz gesagt. Ein vernichtender Satz.
macht das nicht mehr. Keine Energie mehr in diesem Bereich, es hat keinen Sinn. 1916. In welchem Bereich? Ein Mann, der ungeschlechtlich war, weil er selber begeisterter Genossenschaftler war. Das Eden, das war Landwirtschaft, das war Wohnen, das war natürlich Handel. So. Also, die These unvereinbar, wenden wir uns was anderem zu, da können wir nicht ansetzen. Jetzt kann man fragen, ist die These richtig? Und das wirft ein Problem auf, das heißt, kann man eigentlich zu ethischem Verhalten erziehen? Das ist ja der erste Punkt. Und dann die Frage, wie kann ich selbst durchhalten? Kann man zu ethischem Verhalten erziehen? Ein Bild, das mir sehr lange prägend für mich war. In Aufenthalten an der berühmten Harvard Business School, Professor Harold Stevenson, einer der Pioniere des Entrepreneurship in den USA, hält eine Rede und sagt, wir sind stolz darauf, dass wir in Harvard, ich glaube, das war 1996, also vor der Finanzkrise, dass wir Ethik in den Businessplan unserer Business Administration Studenten aufgenommen haben. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Die Fakultät ist stolz auf diesen Schritt. Ethik ist jetzt Teil unserer Ausbildung. Und dann macht er eine Pause, sagt nicht mehr, unverwittert, und die Pause wurde immer länger. Eine halbe Minute, eine Minute. Ich muss dazu sagen, der Herr Stevenson hat ein relativ rotes Gesicht. Man denkt, oh mein, er sah kränkelnd aus, er sagt nichts mehr, jetzt ist was nicht in Ordnung. Ist was, ja. Und er dehnte diese Pause aus und dann sagt er den Satz: Anybody in this room foolish enough to believe that we can do it like that. Irgendjemand so bescheuert, dass er glaubt, das kann man so machen. Wir nehmen Ethik in den Studienplan auf und dann passiert Ethik draus. Was hat Herr Stevenson für eine Antwort gegeben? Was könnte man stattdessen? Es gibt ein paar Tendenzen, die in unsere Richtung stehen. Eine These heißt Professionalisierungstendenz. Gute Leute sind selten. Es gibt diesen Begriff des War for Talent. Gute Leute sind selten, die haben einen gewissen Stolz, die haben eine gewisse Achtung vor sich selbst und man kann sie nicht zu allem und jedem kriegen. Sie folgen professionellen Standards und nicht unbedingt den Standards, den man ihnen vorgeben will. Und im Zweifel verlassen sie das Unternehmen, weil sie wissen, sie sind woanders gefragt und gehen woanders hin. Richard Florida, The Creative Manifesto, kommt das nochmal deutlich raus. Heute sind die entscheidenden Fragen, wo finde ich eine Atmosphäre, wo ich als Professional, als Experte in meinem Gebiet mich wohlfühle, wo finde ich die richtigen Menschen, wo finde ich das richtige kulturelle Umfeld, damit ich damit arbeiten kann. Also, Professionalisierungsthese ist etwas, was man ein Stück weit in favor of Ethics formulieren kann. Ich würde mal folgende These aufstellen. Die Personen unterliegen, gerade auch die Entrepreneurs, unterliegen so etwas wie Werten, die mit ihrer Person verknüpft sind, sage ich mal. Und diese Konzerne, nicht alle, das sollte nicht verallgemeinern, aber es gibt die Tendenz, diese 3-Monats-Horizonte, maximale Jahreshorizonte, Sie hatten es vorhin gesagt. Die verführen natürlich dazu, tatsächlich vollgewinnmaximiert zu arbeiten. Und nun gibt es viele Untersuchungen über Gründer und deren Motivation und auch ihr Verhalten. Und da kommt eigentlich etwas anderes heraus. Da kommt nicht heraus, dass das Gutmenschen sind und dass die sich von vornherein ethisch verhalten oder auch nur verhalten wollen. Aber es kommt heraus, ein differenziertes Bild. Es ist nicht nur Gewinnmaximierung, sondern es ist so etwas wie Stolz auf das eigene Produkt. Es ist Stolz darauf, etwas zu bewegen.
Es hat eine gewisse Zufriedenheit, etwas auf die Beine gestellt zu haben, das mit dem eigenen Herrn, so, ich sage mal, ein eigenes Ideenkind entwickelt zu haben im Kopf und es dann auch wirklich in die Wirklichkeit, in den Markt gebracht zu haben. Das ist ein gewisser Stolz, den vielleicht Männer an der Stelle noch stärker empfinden, weil sie das immer mal in die Umstände überwältigt haben. Dieses Element, dass es eben nicht nur um Gewinnmaximierung geht, ist, glaube ich, ein wichtiges Element, wenn wir überhaupt ernsthaft sagen wollen, wir möchten eine Ökonomie, die sich ein Stück weit ethischer verhält als vielleicht heute. Richard Branson, ein hocherfolgreicher Unternehmer, vielleicht einer der erfolgreichsten im Moment, hat das auch sehr klar gesagt in seiner Biografie, die ich für sehr lesenswert halte und empfinde, hat eine Menge der Schablone, die wir sonst so über Entrepreneurs führen, da auch überzeugend und gut gehalten werden. Ja, kein guter Mensch, aber er macht eine Menge, das sich sehen lassen kann. Da klingt zum ersten Mal an, dass es noch mehr gibt als nur diese Profitmaximierung, aber dass die durchaus sozusagen wertvoll für den Betreffenden ist. Geld ist nicht der einzige Wert, es gibt auch andere Werte, die vielleicht in das Skala sogar überschreiten. Meine eigene Erfahrung ist positiv an dieser Stelle. Das kann ich sagen. Ich habe eine Reihe von Startups begleitet, selber initiiert, die Kampagne seit 30 Jahren. Wie passiert das genau? Ich finde ja, man sollte nicht nur über Ethik pauschal sprechen und uns alle auffordern, und Sie sehen, wie großartig dieses Land der Ethik ist, sondern genau hingucken. Wie passiert das denn? Der erste Schritt ist Fokussierung. Sie sind irgendwie dazu gekommen, dass Tee etwas ist, was sich lohnt, näher zu betrachten und da möglicherweise ein Ideenkind zu entwickeln. Ich sage immer dazu, ich war selber gar nicht Tee drin, verstand von Tee nichts. Und ich würde heute dazu sagen, das war wahrscheinlich ein Vorteil, wenn man dann etwas weniger von den Konventionen geprägt an die Materie herangeht. Sie bekommen eine Art Technik. Ich habe, ohne dass ich jemals eine Sequenz zu Tee irgendwie gelernt hätte, einfach über diesen Teeblick. Da ist ein Teegeschäft, da steht was über Tee, da gibt es ein Buch über Tee, da gibt es Bilder über Tee. Also man lernt viel von selber, die Kinder auch lernen. Dann geben sie ja nicht Lernsequenzen vor, sondern begreifen, erfassen, auch noch viel stärker mit dem Körper als wir erwachsen. Also man bekommt diesen Teeblick und wenn man Glück hat, ist dieses Lernen in einer Weise, was der Csikszentmihalyi, dieser Psychologe aus den USA, Flow genannt hat. Nämlich, wenn Sie das Glück haben und das so passiert, mit Ihnen passiert, oder ein bisschen kann man das steuern, dass die Anforderungen steigen, das ist wichtig für Flow, dass Sie nicht immer das Gleiche machen, dass die Anforderungen steigen, dass Sie selber mitwachsen, mitlernen in diesem Prozess und ein Unternehmen zu gründen und zu leiten, ist ein Prozess, der Sie fordert, überhaupt keine Frage. Und gleichzeitig darf es nicht langweilig sein, darf nicht Routine werden, sonst fallen Sie unten drauf. Das ist ein Kanal, dieses Flow, der sogar schräg nach rechts oben geht und schaut. Und Sie müssen in diesem Kanal sein. Wenn es zu stressvoll ist, fliegen Sie nach oben aus dem Kanal raus. Das ist nicht mehr Flow, sondern das ist Überarbeitung, Stress. Und fallen Sie nach unten raus, weil es zu sehr Routine wird, wird es langweilig. Und Sie fangen an, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen und in Ihrer Kündigung. Also dieser Flow ist interessant und wiederum eine interessante Berufsperspektive, weil Sie in wenigen Berufsfeldern, vielleicht von Kunst abgesehen, wenn Sie das Glück haben und so halbwegs sich davon ernähren können, von Kunst abgesehen ist Entrepreneurship der Bereich und dieser Flow durchaus realistisch ist. Und was ich auch dazu sagen kann, ist, die Menschen, die ich begleitet habe, aber das werden Sie auch von Unternehmern erleben, wenn Sie die sprechen hören, wenn Sie sehen, wie Sie mit Ihrem Leben umgehen, dass da eine Art von Persönlichkeitsentwicklung stattgefunden hat, sei es, weil Sie Glück hatten von Ihren Umständen. Die meisten, gerade die Mittelständler, haben es oft erarbeiten müssen, haben sie hocharbeiten müssen. Dass da etwas rauskommt wie eine Persönlichkeitsentwicklung, die positiv ist.